Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch die letzte Midas-Herausforderung zeigen, wo ihr euch dann schlussendlich für eine Variante entscheiden könnt, entweder den Ghost Midas oder den Shadow Midas. Doch, bevor ich anfange, Leute, wollte ich euch noch eine Frage beantworten, die mir wirklich in letzter Zeit sehr, sehr oft gestellt wird. Und zwar wollen ja viele von euch wissen, ob ich nicht mehr auf YouTube streame. Nein, Leute, ich streame nur noch auf Twitch. Falls ihr meine Livestreams nicht verpassen wollt oder gerne mal dabei sein wollt, Leute, könnt ihr einfach durch den Link in meiner Videobeschreibung auf meinem Kanal und dort kostenlos ein Follow dalassen. So, kommen wir zurück zum Thema. Falls ihr alle 18 Midas Herausforderungen abgeschlossen habt, nachdem sie auch alle freigeschaltet sind, müsst ihr nur noch eine legendäre Waffe, Leute, entweder im Shadow oder Ghost Briefkasten abliefern. Je nachdem, für welche Variante ihr euch entschieden habt. So, falls ihr dann den Ghost wollt, müsst ihr halt eine legendäre Waffe im Ghost-Briefkasten abliefern. Oder Shadow wollt, dann müsst ihr einfach den Shadow-Briefkasten abliefern. Für alle, die es nicht wissen, jede benannte Stadt hat jeweils einen Shadow und einen Ghost-Briefkasten. Und eine legendäre Waffe ist eine goldene Waffe, Leute. Dann müsst ihr euch einfach vor den Briefkasten stellen, dort interagieren mit dem Briefkasten und dann habt ihr die Mission erledigt. So, das war's auch schon mit dem Video, Leute. Falls es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Und für alle, die die Livestreams nicht verpassen wollen und dabei sein wollen, Leute, einfach auf Twitch folgen. Ciao und bis zum nächsten Mal.